Die Taurus-Lokomotive RH-1216 wird heute zu einem Abschleppeinsatz gerufen. Denn auf der Strecke Münster-Bremen ist ein Regionalexpresszug liegen geblieben und diesen gilt es jetzt schnellstmöglichst abzuschleppen bzw. nach Osnabrück zu bringen. Wir steigen auch gleich ein in unseren Taurus 3 der Baureihe 1216 der österreichischen Bundesbahnen und rüsten unsere Lokomotive auf. Dazu drehen wir uns einmal nach hinten in das hintere Schaltersegment, stellen gleich mal die Bremse auf P ein und die Batterie wird angeknipst. So, der Voltspannungsmesser schnallt in die Höhe. Wir können uns wieder umdrehen und warten, bis die Systeme hochgefahren sind. Das erkennen wir, wenn der blaue Balken hier ganz nach rechts gelaufen ist. Der Richtungswender kann jetzt in die M-Position verlegt werden. Und schon sind die Systeme betriebsbereit. Als nächstes, bevor wir den Stromabnehmer heben, stellen wir gleich das Stromsystem um auf DB15 kV Wechselstrom. Im Prinzip wäre es egal, da Österreich und Deutschland das gleiche Stromsystem verwenden. Wir heben den Stromabnehmer. Es wird jetzt der hintere Stromabnehmer gehoben, das ist korrekt, denn bei dem mehrstromsystemfähigen Taurus kann das 15 kV Wechselstromsystem nur bei dem hinteren Stromabnehmer verwendet werden bzw. verarbeitet werden. So, der Hauptschalter wird hinterher geschmissen, die AFB wird auch noch angeknipst, der Richtungswender wird in die Vorwärtsposition verlegt. Wir schalten noch unsere kleine Pultbeleuchtung hinzu. Die Fahrzeugspitzenbeleuchtung müssen wir auch noch einstellen. Und wir lösen noch den Federspeicher. Und dann sind wir abfahrbereit. Wir lösen die Lokbremse nochmal, die E- und die Zugbremse. Und können dann die Leistung aufschalten. Ja, das war jetzt nicht so gut, denn wir rollen etwas rückwärts, aber das Ganze wird gleich wieder abgefangen. So, unser Hauptsparsignal zeigt uns SH1. Die Zugsammelschiene ist noch deaktiviert, da wir im Moment keine Wagen haben, die wir mit Strom versorgen müssen. So, unsere Fahrt führt uns jetzt erstmal Richtung Osnabrück. Am Hauptbahnhof vorbei und dann geht's hinaus auf die Hauptstrecke. Moin Moin, der Fahrdienstleiter hier. Ich wollte dir nur kurz noch Bescheid geben, du bist ja schon unterwegs. Du schleppst einen RE ab, der liegen geblieben ist und bringst diesen dann zurück nach Osnabrück. Soweit eigentlich nichts Außergewöhnliches. Ich melde mich dann bei dir nochmal, wenn du an dem Zug angekommen bist. Alles klar, vielen Dank für die Rückmeldung. Wir betätigen einmal die Wachsamkeitstaste. Und ja, jetzt ist natürlich etwas Eile geboten, denn der Regionalexpresszug belegt das Hauptgleis und dadurch ist jetzt natürlich nur eingleisiger Fahrbetrieb möglich in jeweils beide Fahrrichtungen und somit staut sich natürlich der komplette Zugverkehr an dieser Stelle. So, zwei Baureihen 145 in Kaltabstellung. Ja, der Regionalzug oder Regionalexpresszug müsste meines Wissens nach in Verte liegen geblieben sein.
Und eine wunderschöne Lokomotive, die Baureihe 1216. Generell die Taurus-Lokomotiven sind ja meine persönlichen Lieblingslokomotiven. Alleine von der Leistung und von der Form her. Ja, einfach eine wunderschöne Lokomotive. So, wir dürfen uns befreien. Und können dann die AFB schon mal auf 100 Stundenkilometer einstellen. Beziehungsweise wir dürfen ja schon 110 Stundenkilometer schnell fahren. Ja, und ich bin schon mal gespannt, aus welchen Wagen und aus welcher Lokomotive der liegen gebliebene Regionalexpresszug bestehen wird. Und auch immer wieder faszinierend, ne, wie schnell so eine Lokomotive beschleunigt, ohne jegliche Last am Haken. So, wir beschleunigen jetzt mal auf 140 Stundenkilometer. Das reicht völlig aus. Ja, und hier staut sich's auch schon. Denn hier dürfen wir schon den ersten Güterzug überholen. Ja, unsere Signale zeigen uns Fahrt. Und ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich auch aufs Gegengleis geleitet werden. Und somit auch an irgendeinem der nächsten Hauptsignale einen Fahrtgegenanzeiger zu Gesicht bekommen werden. Moin Moin, der Fahrdienstleiter hier. Ich wollte dir nur kurz noch Bescheid geben, du bist ja schon unterwegs. Du schleppst einen RE ab, der liegen geblieben ist, und bringst diesen dann zurück nach Osnabrück. Soweit eigentlich nichts Außergewöhnliches. Ich melde mich dann bei dir nochmal, wenn du an dem Zug angekommen bist. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. So, und wir bremsen jetzt natürlich mit der E-Bremse. Denn wir bekommen am Vorsignal schon die nächste Beeinflussung. Nämlich Langsamfahrt, und es geht runter auf 60 Stundenkilometer. Sobald dann der Bremsvorgang abgeschlossen ist, können wir auch die AFB gleich wieder auf diesen reduzierten Geschwindigkeitswert einstellen. Die Fahrgäste werden wahrscheinlich schon etwas länger in diesem Regionalexpresszug ausharren und werden wahrscheinlich sehr froh sein, wenn es dann endlich weitergeht. Aber natürlich nicht bis an den ursprünglichen Zielbahnhof, sondern nur bis Osnabrück. Auch hier sehr schön, was mir sehr gut gefällt an der Strecke, die Oberleitungstrenner. Die dort anzutreffen sind. Ja, und unsere Taurus-Lokomotive gehört der dritten Generation an. Ist also eine RH1216. Die Baureihe, oder die RH1016. Ist ein Taurus 1 und die RH1116 ein Taurus 2. Ja, und der Taurus 1 hat die wunderschönen Tonleiter beim Anfahren. Und hier ist auch schon der Fahrtrichtungsgegenanzeiger. Und es geht ganz normal erstmal weiter mit 60 Stundenkilometer. So, wir fahren jetzt gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung. Und dürfen die Geschwindigkeit wieder erhöhen. So, wir beschleunigen jetzt maximal auf 100 Stundenkilometer, denn wir erreichen eh gleich Fährte.
Ja, wobei wir können schon hoch auf 110 oder 120 Stundenkilometer gehen. Von der Geschwindigkeit her gesehen. Da das Ganze jetzt doch auch ziemlich zügig ablaufen sollte. Genau, und die Signale sind jetzt in Fahrtrichtung links anzutreffen. Und da sieht man mal, wie wichtig das Ganze auch ist, dass die Signale auch gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung aufgestellt werden. Und da haben wir schon Sichtkontakt zum liegen gebliebenen Regionalexpresszug. Ah, okay. Und der Kollege war im Doppelstock-Steuerwagen unterwegs. So, und wir sollen jetzt hier erstmal in Fährte, genau. In Fährte einmal kurz stehen bleiben. Jetzt geht es natürlich erstmal hier über den Bahnübergang, der natürlich gesichert ist. Das ist ja dann das nächste, da ja der Regionalexpress nicht über den Freischaltmagnet für den Bahnübergang gefahren ist, ist dieser jetzt natürlich dauerhaft geschlossen. Das ist ja dann noch das nächste Problem. So, wir halten einmal ganz kurz an. Ah, okay, der Kollege wollte den Zug nach Münster bringen. So, wir warten dann auf unseren nächsten Auftrag. Mal ganz kurz schauen. Ja, wir kuppeln an den Zug an. Schauen wir mal ganz kurz, was der Kollege hier von der Lok hat. Ja, und hinter uns ist schon die nächste Fahrstraße eingelaufen. Ja, hier geht es natürlich richtig rund. Hier schön eine kleine Lagerhalle. Ah, okay, eine Baureihe 145. So, dann lösen wir die E-Bremse. Und kuppeln an den Steuerwagen erstmal an. So, das hat ganz gut geklappt. Sehr schön. Dann steigen wir einmal aus. Natürlich zur abgewandten Seite des Fahrbetriebes. Steigen ja mal aus. Ja, und hier ist wohl auch schon länger kein Zug mehr gefahren. So, sehr schön. Ich nehme an, du hast angekuppelt. Sehr gut. Dann zieh mal ein bisschen bis vor das Signal vor. Gebt ihr das Signal dann gleich frei zur Fahrt nach Osnabrück zurück. Gute Fahrt. Jawohl. So, die Zustimmung vom Fahrdienstleiter haben wir, dass wir gegen HP0 anfahren dürfen. Das Ganze tun wir natürlich jetzt erstmal nur auf Sicht. Und dann strecken wir mal den Zug. So, wir müssen jetzt einmal kurz die
Leistung aufschalten und die AFB einmal deaktivieren. So, beziehungsweise, genau, jetzt löst sich die Lokbremse. Wunderbar, das haben wir hier schon gesehen. Und dann können wir die AFB wieder einschalten und dann nochmal auf 40 Stundenkilometer einstellen. Genau. Und dann die Leistung aufschalten. Und die Fahrstraße springt auch schon um. Wunderbar. Beziehungsweise die Fahrstraße ist schon eingelaufen. Und da wir Sichtkontakt haben zum Signal, dürfen wir die Geschwindigkeit schon erhöhen. Und somit den liegen gebliebenen Zug abschleppen. Ja, die Baureihe 145 ist auch schon vom Stromsystem genommen. So, und jetzt kann auch wieder die nächste Fahrstraße einlaufen und der Rückstau sich so langsam auflösen. Die Zugsammelschiene stellen wir jetzt auch ein, beziehungsweise schalten wir ein, denn wir fahren jetzt und somit springt dann auch gleich die Klimaanlage an und die Fahrgäste haben auch wieder Licht in den Doppelstockwagen. So, Vorsignal zeigt uns VR1 an und da kommen wir um die Kurve gebraust. Wir befinden uns beim Streckenkilometer 124,2 absteigend. Und wir haben auch eine kleine Signalstörung noch. Ganz kurz vor Osnabrück. Beim Einfahrsignal für den Osnabrücker Hauptbahnhof. Da schauen wir dann mal. Wahrscheinlich müssen wir beim Fahrdienstleiter uns dann nochmal melden. Und dann mit dem Ersatzsignal dann einfahren, natürlich mit Befehl 40. Aber jetzt bringen wir unseren Zug erst nochmal bis nach Osnabrück.
Die RH-1216 ist auch mit den gängigen Zugsicherungssystemen hier ausgestattet. LZB, PCP90 und auch mit der neuen ETCS-Leittechnik, die wir hier ja aber auf den meisten Strecken in Deutschland nicht antreffen. Ja, und auch natürlich hier keine Funktion besitzt. Ja, und der Kollege steht hier immer noch und wartet auf seine Weiterfahrt. Und das Vorsignal zeigt uns VR0 an. Und wir betätigen einmal die Wachsamkeitstaste. Jetzt wird dann vermutlich auch gleich der 500 Hertz Magnet aktiv sein. Genau, und da ist unser Hauptsignal in der HP0-Stellung. Und da sollten wir natürlich jetzt auch dann zum Stehen kommen. So, dann rufen wir beim Fahrdienstleiter mal an, denn man sieht hier schön, die Fahrstraße ist eigentlich für uns schon eingelaufen hier mit SH1. So, jawohl, Ersatzsignal und dann dürfen wir hier weiterfahren. So, wir stellen jetzt aber die AFB einmal aus, denn wenn wir den Zug abkuppeln, haben wir ansonsten wieder die daueraktive Fahrsperre aktiviert. So, jetzt schauen wir mal. Ja, genau, muss ja also wieder rein hier. Lass uns mal kurz die Leistung aufschalten. Lösen einmal die Lokbremse nochmal und können dann weiterfahren. So, Befehl 40. Und jetzt dürfen wir auf Sicht mit 40 Stundenkilometer weiterfahren bis zum Bahnsteig. Denn wie gesagt, für die Fahrgäste geht es heute nicht mehr weiter bis nach Münster. War eher mit einem anderen Zug oder mit einem Schienenersatzverkehr. Und für unseren Zug geht es nur noch in die Abstellung. Ich vermute mal, dass da irgendein elektronisches Problem vorliegt. Ja, der Kollege wartet hier nämlich auch schon auf uns, weil wir ja die Fahrstraße blockieren.
Und wir fahren noch ein Stückchen vor, bis zu unserem SH1 Hauptsperrsignal. Und können somit die Türen freigeben. So, unser W83 zeigt uns SH1. So, und die Türen sind geöffnet. Der Kollege darf wahrscheinlich auch gleich rausfahren. Ja, und nach Münster geht es heute definitiv nicht mehr. Genau, so, kuppel jetzt bitte ab und ziehe bis auf das Dispo-Gleis vor. Das tun wir ja doch. Dazu öffnen wir wieder einmal unsere Türe des Führerstandes. Steigen einmal aus. Türen sind auch schon geschlossen. Okay, die Wagen bleiben also hier am Gleis stehen. So, zack, wunderbar. Hier schön unser Taurus-Logo, ja, also nur wo dieses Taurus-Logo anzutreffen ist, handelt es sich auch um einen Original-Taurus. So, wir schließen unsere Türe wieder. Und dann lösen wir die Zugbremse, die Lokbremse auch nochmal. Alles klar, alle Werte sind im blauen Bereich. Und dann geht's vor ins Dispo-Gleis. Und hier ist unser nächstes Sperrhauptsignal und vor diesem bleiben wir dann stehen. Und somit ist unser Abschleppauftrag hier auch schon erledigt. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt mit dem Taurus gefallen und würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW. Servus.